Yo Leute, ich bin Six und heute mal wieder eine Trials-Folge und zwar Folge 2 der ganzen Serie. Ich habe offscreen mittlerweile die ganzen Dinger auf Gold geschafft. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, die auf Gold zu machen und dann eventuell nach dem Let's Play eben nochmal die Herausforderung hier zu machen. Allerdings habe ich sie jetzt auf Gold gespielt. Ist ziemlich nice. Ich habe ja gesagt, das mache ich. Mache ich offstream, wenn ich da offscreen, wenn ich da Bock drauf habe. Wird jetzt nicht jedes Mal vorkommen, aber ich habe die jetzt nochmal gemacht. Wie gesagt, hier im Let's Play versuche ich jetzt einfach mal überhaupt ins Ziel zu kommen. Und ja. Ja. Ja, ordentlich ausbalancieren, na klar. So, also, ja. Wir brauchen ein anderes Motorrad, oder? Kann das sein? Ach du Scheiße. Aha. Ja, gut, das kriegen wir hin. Mit dem Motorrad, was ich noch nie gefahren bin. Oh, perfekt. Hui. Zack. Warte mal, was passiert das da? Das ist nicht gut. Aber wenn ich jetzt hier so bin und dann möchte ich nach vorne, dann gehe ich aber so hin. Na, perfekt. Ziel. Roach, und vielleicht noch ein besonderes Motorrad. Ein besonderes Motorrad? Ich kann die Motorräder sowieso nicht auswählen, oder? Moment mal, das ist einfach. Und was war davor? Anfänger. Okay, es gibt also Anfänger und danach kommt einfach. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir der Reihe nach weiter. Ach so. Stabiler Allrounder mit Mammutmotor. Dieses Gerät bringt dich manchmal von A nach B. Also Werte wie jetzt bei... Nee. Motorrad nicht zulässig. Ja, whatever. Also mit diesem Ding fahre ich auf gar keinen Fall mit diesem kleinen Esel. Ja, in Evolution war es ja so, dass sie Werte hatten. Aber das Ding ist ja auch, man konnte auch die Motorräder richtig cool personalisieren. Das werde ich natürlich auch offscreen machen. Wow. Scheiße, das wusste ich nicht. Aber das werde ich offscreen machen. Und dann habe ich dann einfach in der nächsten Folge oder so ein cooleres Motorrad. Oder irgendwann random. Ja. Das werde ich auf jeden Fall nicht onscreen wahrscheinlich machen. Solche Personalisierungssachen. Ah, fuck. Muss ja auch nicht sein. Genau sowas wie mit auf Gold spielen oder so. Das habe ich jetzt gemacht. Nach dieser Folge weiß ich nicht, ob ich das tue. Aber das... Ah, fuck, das betrifft euch ja sowieso nicht. Wuchern im Zentrum, ja. Gut. Das interessiert euch ja sowieso wahrscheinlich nicht. Also, das hat nicht wirklich was mit euch zu tun. Wenn ich dann offscreen hier nochmal die ganzen Strecken versuche. So. Dem Roach. Ja. Ja, wie gesagt. Let's Play Charakter. Also, weil es ein Let's Play ist. Und Herausforderung eventuell nach dem kompletten Let's Play. Wie gesagt, ich bin mir da noch nicht so schlüssig. Ich muss erstmal das Let's Play hier machen. Und bis dahin muss erstmal LTC fertig werden, wie gesagt. Aber gut. So, was schön wäre, wenn ich wissen würde, wie viele Checkpoints ich schon durchfahren habe. Beziehungsweise wie viele Checkpoints es denn gibt. Ach du Scheiße. Wisst ihr, dass da oben steht 13 von 20 oder sowas? Wisst ihr?
Ich habe gerade Ciao geschlagen. Naja, gut. Er hat wahrscheinlich auch als First Try hier durchgezogen. Ist ja auch nicht so schlimm. Bebende Inseln. Moment kurz. Sorry, musste kurz husten. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Arschbombe, Achtung, zerbrechlich. Ja, also diese Herausforderung, offscreen zu machen, das muss ja nicht unbedingt sein. Allerdings, diese Strecken auf Gold spielen. Das dann schon. So, und bisher kam noch nichts wirklich, wo ich was anwenden musste von meinem Wissen, oder? Oder musste ich bisher irgendeine Wand hochfahren? So, hier ist nach vorne lehnen, ganz klar. Oh! Meine Wand muss ich jetzt noch nicht vorlehnen. Ah, das war eine kurze Map. Lol. Aber es war zum Beispiel eine kurze Map. Da wären jetzt vielleicht nur, weiß ich, 10 Checkpoints oder sowas nötig. Oder da sind auch nur 10 Checkpoints, was weiß ich. Der Trainer will, dass du 110% gibst. Na klar. Moment mal, Herausforderung. Ach so. Ja, naja, gut. Boah. So, ja, guck mal, gelerntes Wissen. Wow. Ja, er hat's hier gelernt, das ist ein Anwenden und zack. Oh, fuck. Also, was ich aus Evolution mitgenommen habe, immer schön auf dem Hinterreifen landen. Also, ich habe Evolution schon ewig nicht mehr gespielt, war. Ich könnte auch nicht sagen, was jetzt der Unterschied ist. Die Grafik ist sicherlich besser. Aber. What the fuck, schon zu Ende. Das ist echt kurze Strecken hier. Ich habe auch gar nicht die Zeit im Überblick. Aber wir machen wahrscheinlich wieder ein Kapitel hier durch. Oder Level. Oder was weiß ich. Und wir haben sechs neue Nachrichten. Was schon? Lol. Anwärteraufsatz. Das Unicorn MK2 freigeschalten. Roach. Außenseitersatz. Mache ich alles offscreen. Aber immerhin wissen wir, ich habe es freigeschalten. Das war schon mal super. Nichts ist tot, was ewig liegen kann. Weise Worte helfen mir total weiter. Oh mein Gott. Oh, wow. Aber generell gefällt mir das schon mal sehr gut mit dem Streckendesign. Oh mein Gott. Es gibt ja auch mehrere Settings. Wir waren bisher schon in so einer Stadt oder sowas. Oder in so einem Park mäßig. Wald. Jetzt hier irgendwo im Outback. Obwohl jetzt, ja gut, Stadt, aber davor irgendwie im Outback oder so. Lol. Wow, scheiße. Ja. Ah, easy, Jungs. Ah, das ist auch schon das Ziel. Lol, hä? Nice. Okay, weiter geht's hier. Ich muss mal was trinken, Alter. Aber mach ich nach der Folge, kein Problem. Wie früh ist es denn, Leute? Es ist kurz nach 7. Naja, da geht doch noch was. Wow. Alter. What the fuck? Ich drück gar nichts. Perfekt. Oh! Muss ich hin? Ach, da. Die war aber gerade noch nicht da. So, weiter geht's hier. Wow. Hier bewegt sich alles. What the fuck, Mann? Alter. Oh! Okay, looping. Nice. Wow. Oh, da hoch. Okay, nice, das haben wir, das haben wir, haben wir. Ja, auf geht's. Zack. Boah, wie die Strecke hier noch zusammengebaut wird, ist echt geil, wa? Alter, ich dachte, ich fahre jetzt ins Nichts einfach. Fuck. Nice. Hui, nice, sehr schön.
Oh, Alter. Ja, direkt ins Ziel katapultiert. Sehr schön. Das war eine coole Map. Die hat sich einfach die ganze Zeit zusammengebaut. Das ist echt nice gewesen. Eine richtig coole Idee. Gut. Ich weiß noch nicht, was mein Geld bringt, aber wahrscheinlich kann ich mir eh nur Charakteranpassungen und Lackierung und so kaufen. So, fliege wie ein Adler und stürze wie ein Lemming. Springe mit Y am Ende des Sprunges ab. Das ist nicht richtig. Ja, wiederholen. Komm, Jungs, das können wir aber besser. So. Fuck, Mann. Nein, nein. Das wiederholen wir nochmal. Nein, nicht Wiederholung anzeigen. Wiederholung verlassen. Wiederholen, wiederholen, wiederholen. Pass auf. Passen Sie auf, meine Damen und Herren. Das machen wir noch. Was eigentlich, wenn ich nicht abspringe? Also ich versuche es jetzt nur ein bisschen, weil es ist so ein Trial and Error Ding. Ach so. Muss ich hier so ein... Fuck! Wie geht denn das? Nein! Scheiße. Ich muss ja da hinten runter. Wie beim Skispringen. Mann, ich komme aber nicht richtig gut weg. Was ist denn das? Scheiße. Mann, das ist aber echt. Mann, das ist doch doof. Okay. Pass auf. Nein, scheiße. Ach, fuck. Ah, das ist doch doof. Springe am Ende des Sprungs ab und gleite wie ein Adler. Oh fuck, das war scheiße. Nee, warte mal. Warte mal, vielleicht mit Anlauf? Und jetzt durchpfeffern. Peng! Ach, schade. Ach Mann, okay, pass auf. Ist der Sprung auf du, Alter. Mann, es ist. Lol. Wäre ich da weitergefahren? Das wäre geil gewesen. Ah, schade. Ja, das wäre echt geil gewesen. Und der hätte erst gezählt, wenn ich am Boden aufgekommen wäre. Na, ah, scheiße. Ah, ich möchte hier was Gutes bekommen. Nein! Hätte klappen können. Gleite wie ein Adler. Muss ich so einen Bunnyhop machen? Scheiße. Also ich weiß, es gibt solche Sachen wie Bunnyhop. Hat mir schon der gute Ciao versucht beizubringen. Fuck. Grüße gehen nochmal an ihn raus. Ah, scheiße. Egal, ich lasse es sein. Haben die jetzt gemeistert. Und haben das dritte Kapitel. Ich würde sagen, dann war es es auch mit dieser Folge, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.